Jetzt aber so. So, meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damien 1991. Okay. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen gerade. Jetzt, wo das beim letzten Mal abgespackt ist, nicht da ausgemacht hatte. Ich wollte es eigentlich zusammenschneiden und hatte eigentlich eine Aufnahme gedrückt gehabt. Und jetzt sieht man die letzten 5 Minuten von dem Kapitel oder was man auch sagen soll, sieht man nicht. Ärgert mich, da war ich vergessen aufzunehmen. Ich muss tatsächlich jetzt nochmal gucken, ob ich tatsächlich auch nochmal Aufnahme gedrückt habe, weil der Mann ist ja nun mal alt und vergisst einige Dinge. Aber das ist alles beim Besten und wir können loslegen. So, was ist denn passiert? Was habt ihr nicht gesehen? Die Monster, die kamen ja, die haben wir erschossen. Und da gab es ein Rätsel, wofür die Stadt Kienzeit eben halt bekannt ist. Für den Süden, für den Tourismus mit der Schifffahrt. Im Norden fürs Jagen. Im Westen für den Goldhandel und für das Goldfinden und im Osten für diese leckeren Äpfel und Apfelweine. So, und das war eben mal das Rätsel, zap, zap. Dann sind wir hier eigentlich nur in den Brunnen geklettert, der nachher aufgegangen ist, so Resident Evil mäßig. Und jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Die Hoffnung besteht darin, dass wir hier die Kanalisation überleben können, da unser Kollege Raven denkt, ey, ich glaube, hier ist nicht mehr so viel los in der Kanalisation. Kann ja auch nicht, weil in der Kanalisation gibt es ja eigentlich nur Ratten. Aber wie wir sehen, sehen wir hier direkt gleich abgenagte Leichen. Das heißt also auch, hier ist irgendetwas los. Okay. Kurzform. Ich habe mich kurz gefasst. Ein Energieriegel. Nom, 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 nom. So, ich drehe mal das Mikrofon ein bisschen leiser. Die ganzen Kinder von draußen kann man so super laut hören, Alter. Ich meine, Kinder hin und her, ne? Ich werde mich ja mal selber drei, ne? Aber unsere drei wurden erzogen. Ja. Das kann nicht jeder, tatsächlich. So Kinder, es ist wie mit einem Hund anschaffen, ne? Viele Leute denken so, ich schaffe meinen Hund an, wird schon irgendwie, können aber damit nicht um. Und so ist es hier mit gewissen Eltern, die schaffen sich Kinder an und können damit einfach nicht um, ne? So. Da. Ah, hier wird nichts sein. Was soll denn hier schon sein, außer... Schweinepriester-Zombie, nimm deine Waffe, rüst sie doch jetzt aus! Meine Fresse. Und dann ist er tot. Meine Güte! Diese Lammhaftigkeit. Oh nein, da kommt noch einer. Aha! Ja. Ich sah gerade nur den Helm umkugeln. Ich dachte so, das war der Kopf noch gewesen. Was? Das war unser Notfallsignal, dass wir gleich krepieren werden wahrscheinlich. Da 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 da. Snoop Dogg. Da 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 da. It's a... Hier müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie das Wasser loswerden. Was haben wir? KSPD. Das ist. Was war das? Die KSPD war, glaube ich. Ich dachte gerade, da rutscht irgendwie. Wie kam er da oben nochmal hoch? Inventar. Da. Ja, das KSPD ist das Schrotgewehr. Oh Gott. That has to be the worst thing I've ever smelled. Change something to clean again. Das ist Kacke, ne? Kacke und jetzt auch noch Leichenteile. Wann in den Weg durch die Technikabteilung? Technikabteilung. Bei Technikfragen, Technikfragen. Okay. Ist alt, ne? Wie alt ist das bitte? Ey, hör mal. Aha, wie schön, ein Labyrinth. Wie gehen wir da längs? Das ist eine Tür. Verschlossen. Oh mein Gott, es ist verschlossen. Hier können wir rein. Der gigantische Megadrucker. Ach, es ist schon wieder so ein Speicherraum wie bei Resident Evil mit der Resident Evil Musik.
Es ist so identisch. Ich finde sowas fürchterlich, ne? Weil ich spiele nicht Resident Evil und ich fühle mich total daran erinnert, dass ich Resident Evil spiele. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, so ist es auf jeden Fall. So fühlt sich das für mich an. Komm, wir können mal, wir haben Hunger. Lass uns mal einen Snack genießen. Auch dieses Bam Bam, das ist der Hammer einfach, ehrlich. Ist schon so auch ein bisschen schlimm. Was tun wir hier mal? Speichern. Das ist das Einzige, was wir hier mal wollen. Okay. Aha. Kommt hier eigentlich auch gleich ein großes Krokodil? Oh, Alter, ich schwöre, ich dachte gerade, der Schatten wäre ein Zombie. Da haben wir nochmal Motivation für unsere Piste. Aha! Ja, komm, den schießen wir gleich in den Kopf. Wir wussten ja, dass er wacht. Wir wussten beide, dass er wach wird. Also er und ich. Ist das Gold? Schön wär's, wa? Als Stadt war er dafür bekannt, ne? Aber es ist nur Backsteine, die hier runtergerutscht sind von... Weiß der Teufel. Bist du doof? Alter, hä? Du kleines Arschloch. Was? Ja. Alter, wo kam der denn her? Nochmal für die Pistole. Sehr gut. Alter, dieses Arschloch, oder? Ey, ich bin zu alt für so einen Scheiß, ne? Ich bin 40, ich sterbe bald. Hör mal auf da. Ja, super. Ja. Ja, ja, ja. Das hört sich an wie ein Tyrannosaurus Rex oder ein Brachiosaurus, der rumläuft. So. Bisschen gruselig finde ich das. Was ist denn da? Lass uns da mal gucken gehen. Ich glaube nämlich, der hier müssen wir raus, richtig? Oder auch nicht. Dann haben wir mal die Spezialkugeln mitgenommen. Oh, Alter, Leute. Es ist schon wieder hier so warm in Norddeutschland, ey. Das ist schon echt irre. So nachts regnet es dann mal, ne? Und tagsüber Hitze. Ja, nimm mit. 50... Ja, hier war wohl jemand bei der Bearbeitung. Der ist nicht an dem Virus gestorben. Definitiv nein. Da war wohl die Mafia zugange und entsorgt hier gerade irgendwelche Leute. Oh, oh. Hab ich mich verfährt, ne? Wow. Digga. Der ist noch nicht tot. Sobald er einmal zuckt, kriegt er sofort...
Okay, er kam von da, dann gehen wir mal nach dort. Das heißt, hier könnte ja vielleicht irgendwo Motivation rumliegen. Was ist das? Ah, Motivation. Und eine verschlossene Tür. Ja! Yeah. Klasse. Ey! Du bleibst liegen. Zumindest Zombies können keine Türen öffnen, oder? Ach, guck mal. Ah, nur Tassel. Okay, Ladies and Gentlemen. Oh Mann. Aha. Okay. Was war dann das? Ich dachte schon. Da steht einer. Hab ich ihn getroffen? Ja. Oh, das war's. Ein Schuss weg. Aber glibbert da nicht irgendwas auf dem Boden rum oder ist das nur ein Wasserfall, der da runterfällt? Lass uns das mal näher in Augenschein nehmen. Können wir die Tür aufmachen? Nein. Können wir die Tür aufmachen? Nein. Oh. Oh ja. Ein Verbrannter ist hier unten. Ach, das ist bestimmt Kacke. Ich habe hierbei kein gutes Gefühl. Oh! Gibt es irgendwas blockiert? Das Tor! Oh, ich bin total nervös, ne? Ach so, ich dachte, hier ging's runter. Okay. Kinside Water System! Du kommst nicht vorbei. Aha. Bestätigen. Yes or no? Yes. Jetzt kommt da der heftigste Monster überhaupt raus. Ich schwöre, wenn du aufwachst, ich werde dich in den Arsch schießen, ey. Das war alles, nur wegen denen so ein Taram-Tram, Tam-Tam. Ah. Digga, Kollege. Du sollst tot sein. Okay. Es ist eine Zombie-Apokalypse hier im Gang. Zwei Kugeln in dein Kopf. Und das war's auch schon dann. Schade, dass die... Aha. Was? Was ist das hier? Schade, dass die keine Motivation troppen, ne? Aber warum sollten die Munition troppen, ne? Wäre ja totaler Schwachsinn. Das sind normale Burger. Und die rennen nicht mit in der Schachtel. Pistolenmunition durch die Gegend. Ei! Ich bin nicht, das Wasser abzulassen. Alles voller Rätsel, ne? Jeder Gang hat ein Rätsel. Nipp, du kommst nicht vorbei, weil jetzt erstmal Rätsel. Oh Gott! Ein Galsier. Aber erschrocken habe ich mich schon, ne?
Apfel. Vielleicht sollte ich noch einmal ein Müsli-Riegel snacken. Hm? Use it! So, hoffentlich ist es auch ein Müsli-Riegel, ne? Energie-Riegel, ja. Nimm die. Ah, was? Mein Inventar ist voll. Usen wir das eben halt nochmal. Sag mal, kann man, wenn man jetzt hier eine andere Munitionsvariante findet, ne, kann man da nichts anderes wechseln irgendwie? Ich, warte mal eben. Man hat doch hier jetzt diese... Da, das sind die Hohlspitzgeschosse. Können wir mit 9mm Hohlspitzgeschosse. Wird für die BH-80 Dings verwendet. Das ist ja laut... Theorie ist es ja die. Ne, BH98F. Was haben wir? Ja. Wieso kann ich die nicht usen? Hä? Ich verstehe nicht. Ist die Flinte jetzt voll? Nee, ist es nicht. Aber warum denn nicht? Use it. Benutze das... Ja. Geht einfach nicht. Ja. Ja, aber warum kann ich die denn nicht usen? Ich verstehe es nicht. Kann ich damit... Ja, das ist richtig. Kann ich mir da irgendwie eine andere Munition... Guck mal, wenn ich die jetzt interagiere, use it... Benutzt es außer... Ja, aber warum? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn jemals... Oder, warte mal eben. So. Aber ich muss die doch verwenden können. Ich verstehe nicht, warum ich die nicht verwenden kann. Oder kann ich die anklicken? Combo! Ja, hoch da jetzt. Yay! Wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich hab's ja irgendwie gemacht. Okay. Hohlspitz, ja. Hier ist nichts. Wie sollen wir das Wasser denn ablassen? Lang. Dort finden wir mit Sicherheit... Ah, eine Couch. Digga, was hast du das? Brumm, brumm, weg. Alter. Voll überraschend irgendwie. Okay. Couch. Sterminator 2.1. Alter, der Sterminator. Und als hier... Eine Nintendo-Dings. Super Nintendo. Alter Schwede. 1998. Haha. Oh. Du Schlingel. Ah. Okay, warte mal. Hier gibt's eine Rocket. Ein Modell eines Shuttles. Ich hätte so ein Ding fliegen können, wenn ich nicht... If it had not been for that fucking thing, I wouldn't be stuck down here trying to escape from these goddamn monsters. Okay, wenn ich nicht. Wahrscheinlich haben wir irgendwann 1994 total scheiße gebaut. Ein Walkman. Der sieht echt dünn aus, ne? Der hat abgenommen, der Junge. Okay. Versperrt. Wie unbefriedigend. Da steht F drauf, aber es ist versperrt. Ich kann nicht ran. Och, komm schon, Leute. Ernsthaft, muss es denn so viele Wege geben? Eine Batterie gehört hier rein. Hallo. Was?
Wow, was ist mit denen los? Oh, gut. Oh, ist auch bequem so, ne? Michael Jackson-Style halt, ne? Inventar ist voll. Nicht gut. Diese verdammten Rohre sind über 50 Jahre alt, aber niemand scheint das einen feuchten Dreck zu kümmern. Es ist, als würden sie förmlich auf einen Unfall warten. Einen wie den, der sich hier letzte Woche ereignete. Vielleicht ist es für sie bequemer, die Dinge nachträglich zu reparieren, um die Arbeiter unter Tage eingeschlossen zu halten, denn sonst hätten sie ja das Trinkwasser der Stadt abstellen müssen. Und das widerstrebt ihnen ja zutiefst. Das Wichtigste ist, dass wir das Problem in den Griff kriegen und das System wieder hochfahren können. Verbindungsstück 19 ist erneut gebrochen und ich bin nicht überrascht, denn wir verwenden nun schon seit Jahren Spucke und Kaugummi, um das Ding zusammenzuhalten. Das Problem ist, dass wir den Wasserdruck nicht verringern können. Ohne das. Was? Ohne das. So, genau. Jetzt haben wir mit Dill wollen wir weitermachen. Vorher eine Tonne Wasser in die unteren Ebenen schießt und mehrere Bereiche überflutet. Es ist benötigt Tage und 20-Stunden-Schichten für alle Teams, um das Wasser abzupumpen. Und trotzdem sollen wir unsere täglichen Aufgaben normal erfüllen können. Als wäre das noch nicht genug, wird wohl leider auch das Entwässerungssystem wegen Überbeanspruchung durchbrennen. Weshalb unsere neue Schallplatten für die drei Haupttanks bestellt habe, die offenbar sehr schnell überhitzen. Und wenn nur ein einziger dieser Tanks ausfällt, ist das ganze System hinüber. Ich beginne zu glauben, dass rein gar nichts in diesem verdammten Loch ordnungsgemäß funktioniert. Nun, ich sollte mich doch besser beeilen und das System wieder hochfahren, ehe alle aufgeben und das Konzern mir wieder für ihren eigenen Fehler die Schuld in die Schuhe schiebt wahrscheinlich, ne? Ja. Schuld zu weisen. Sowas in der Richtung. So! Ach. Was hat der Kollege denn da? Muss man doch nochmal ins Inventar. Besteht unser Inventar nur aus Munition, aber nichts aus. Jus. Wie verarschen? Tschu! Kanalisationsschlüssel. Für nicht. Das war der Spind, der verschlossen war, ne? Das wird ja auch nicht dafür sein. Wert richtig. Es ist ein Ehrgarten hier, ehrlich. Aha. Und David. Ah! Dieses Spiel macht mich fertig. Wieso finde ich so viel Shit und habe kein Inventar dafür, Mann? Warte mal eben. Was ist denn das hier? Kann ich die entsorgen oder so ein Scheiß? Ein verfickter Schloss. Warte mal eben. Wie habe ich das gemacht? Kombo. Hiermit. Was? Nun kombinier das doch, Mann. Ach so. E. Was? Geht nicht. Kann ich nicht kombinieren, weil noch Munition da drin ist. Wahrscheinlich. Hätte ich das eine Möglichkeit zu kombinieren mit. Ja, ist ja gut. Warte mal. Mit. Ne. Wo Spitzgeschosse? Munition. Kann ich das damit kombinieren? Ich verstehe nicht. Gibt's die nur als 30er-Packs? Ich habe keinen Bock mehr, meine Medizin zu fressen, ey. So.
Ja, natürlich. War ja klar. Ja, möchte ich. Okay, da können wir nicht hin. Lieber da rüber raus. Da, 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 da. Du Arsch. Fick die Hände, Alter. Fick die Hände. Alter. Nee. Was? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo müssen wir doch mal hin? Hier, ne? Hör mal auf. Das ist nicht richtig. Scheißdreck. Ich hab mich verlaufen, ne? Ein Labyrinth. Hier ist richtig. So. Muck mal das Tor ob. Ja, muck das Tor ob. So. Yes. Und Abfahrt. Eigentlich wollen wir hier auch nur raus, ne? Aus der Kanalisation. Oh ja. Dürfen wir jetzt? Aha, da haben wir noch so ein Dings. Uah. So. Q und, was war das? Q und F, ne? No. Willst du mich verarschen? Ah! Scheiße. Ja, ist halt so. Ich hab grad Stimmen gehört, Schritte gehört. Oh! Was ist denn das? Tank leer, das war diese Geschichte, ne? Aber es ist nur eine Anzeige, wir können uns da nicht... Wahrscheinlich müssen wir nachher irgendwann das Rätsel lösen. Capri-Sonne? Können wir da rauf? Boah, das wäre der Hammer, ne? Wenn wir da rauf müssen, ne? Verkabelung machen, ne? Oh! Ganz im Ernst? Wir können uns ja mit, aber das ist ja nur so ein Puppel-Ding einfach, ne? So ein Puppel-Samtführteil einfach. Wo fängt es an und wo hört es auf? Muss ich ja irgendwie zusammenführen, ne? Aber wohin? Ach da, jetzt sehe ich es, da. Jetzt haben wir ein Ziel. Jetzt können wir arbeiten. So nicht, aber so. Geht nicht. Kann man tauschen? Nein, kann man nicht. Ich dachte, man könnte welche austauschen vielleicht. Geht dann offensichtlich so rum. Oder so rum. So rum. Ja, dann hört es ja auch schon auf, ne? Das ist das eben halt. Wir hätten nur die Möglichkeit, den Weg zu nehmen. Ja, das ist ja totaler Blödsinn. So. 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 Nein, so geht's gar nicht. Weil hier etwas fehlt. Das würde nur so gehen.
Man kann die hier auch nicht eintauschen, ne? Gegen irgendetwas. So, und... Jetzt haben wir mein Rätsel selbst gelöst. Ja, ich weiß. Es macht Sinn. Aber wenn man sowas, das Überspringen einfach hat, dann hat man einfach so dieses Gefühl... Warum? Ach komm, einmal aus Spaß noch. Oh, die ist... Ja. Einmal was Spaß bringt, oder? Ich glaube nicht, dass es auf dem direkten Weg hier so hoch geht. Warte. Hey. Wow. Ich kann's doch. Und nun werdet... Ach, da ganz hinten. Da müssen wir hin. Das war ja im Arsch der Welt. Aber jetzt könnten wir auch mit dem Fahrstuhl runterfahren, ne? Okay. So weit, so gut. Der Kollege bleibt liegen, soweit. Das finde ich auch immer gut, wenn die liegen bleiben, ne? Ah. Waren wir schon drin, ne? Ja, waren wir. Ach ja, hier hatten wir das Rätsel versaut, hätte ich mal gesagt. Diese... Oh, mach doch hier... Achso, da. Zwei verschiedene Konsolen für hoch und runter. Alles klar. Dabei geht ein Knopf hoch und runter. Würde lang. Aber man braucht hier zwei verschiedene Konsolen. So, Kinderchen. Ob wir hier weiterkommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.